Ja, zunächst einmal vielen Dank für das Interview, dass wir ein Interview mit Ihnen machen dürfen. Herr Hitzelsberger, Sie haben sich vor fast genau einem Jahr geoutet in einem öffentlichen Interview und es folgte eine große, hauptsächlich positive Debatte und ein großes Medienecho auch dazu. Hat sich Ihrer Meinung nach in Deutschland seit Ihrem Interview in der öffentlichen Debatte, in der öffentlichen Meinung etwas geändert? Ich finde schon, dass sich einiges geändert hat. Ich persönlich habe sehr viel darüber gesprochen. Ich habe viele Anfragen bekommen von Zeitungen, von Fernsehanstalten, aber auch viel von jungen Menschen, vor allen Dingen Schülern, ganzen Schulklassen oder auch Studenten, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, die Arbeiten schreiben und sich über das Medienereignis auch informieren wollen und die nachforschen wollen, warum es immer noch so ein großes Thema ist. Ich habe ja die Bestätigung erfahren, es wurde viel berichtet und seitdem gebe ich auch Auskunft und mache das ganz gerne. Wieso war es für Sie wichtig, sich öffentlich zu outen? Man könnte ja auch durchaus sagen, Sexualität ist ein intimes Thema, das hat nichts in den Zeitungen, in den Nachrichten zu suchen. Warum haben Sie das öffentlich gemacht? Ich glaube, es ist naiv, jetzt zu denken, Homosexualität im Profisport ist normal. Es wurde bis dahin weitestgehend tabuisiert und ich wusste schon, auch meine Erfahrung war, vor mir haben sich andere Sportler geoutet und auch da war es oft ein großes Thema. Und ich wollte einfach dazu beitragen, dass es enttabuisiert wird und zur Diskussion beitragen, dass sich vielleicht andere Sportler in Zukunft leichter tun, damit umzugehen. Weil wenn man darüber spricht, wenn man die Probleme anspricht, die da vorherrschen, dann kann man eben weiterhelfen, die nachkommen. Und das war mir schon ein Anliegen, weil ich habe große Unterstützung erfahren. Und ich möchte natürlich schon, dass es ja, der nächsten Generation, überhaupt den Leuten, die es beschäftigt jetzt, dass es denen besser oder dass es ihnen gut geht damit, dass sie zufrieden sind und sich wohlfühlen und eben auch outen können, wenn sie es möchten. Wie ist denn Ihr Blick auf die Diskussion dann momentan? Also haben Sie das Gefühl, dass jetzt die Rahmenbedingungen andere sind bereits? Ich finde, dass sie sich ein Stück weit verbessert haben und trotzdem gibt es noch viel zu tun. Es geht darum, weiter zu sprechen, aufzuklären. Das ist ja oft ein Bildungsproblem, wenn Leute Vorurteile haben und dagegen gilt es anzukämpfen, diese Vorurteile abzubauen und dafür stehe ich auch zur Verfügung. Ich mache das seit vielen Jahren schon auch im Kampf gegen Rassismus und Homophobie ist ein weiterer Aspekt. Wenn Leute andere Menschen ausgrenzen aufgrund der Hautfarbe, sexuellen Orientierung oder was auch immer, dann finde ich, sollte das bei uns keinen Platz haben und darüber müssen wir sprechen. Wenn es darum geht, Vorurteile abzubauen, geht es dann auch darum, mit gewissen Stereotypen zu brechen? Ja, ganz klar. Und ich war auch ein Beispiel oder bin ein Beispiel dafür. Manche Leute dachten immer noch, wenn man schwul ist, kann man nicht erfolgreich Fußball spielen. Und ich habe das Gegenteil bewiesen. Ich habe für die deutsche Nationalelf gespielt. Und dass ein Umdenken stattfindet bei diesen Menschen, die noch an diese Stereotypen glauben und sagen, Fußballer, das sind Heteros, die sind in dieser Macho-Welt, da gehören die rein. Und sonst ist nichts anderes akzeptiert. Und darüber, ja, glaube ich, das habe ich verändert bei vielen, dieses Denken. Hat Ihr Outing dann im Rückblick das bewirkt, was Sie sich erhofft haben? Es hat schon einiges bewirkt, worüber ich sehr, sehr froh war. Und dennoch, wie ich vorher schon gesagt habe, gilt es noch weiterzumachen, weil es reicht nicht, ein großes Zeitungsinterview zu geben und vielleicht noch mal ein Fernsehinterview, sondern das hört nicht auf. Es gibt nach wie vor Schwierigkeiten für viele Menschen, die mir das auch mitteilen. Ich bekomme E-Mails, Leute sprechen mich an auf der Straße und einige sagen, es hat sich was verändert zum Positiven und trotzdem erfahre ich von vielen Menschen, sie tun sich noch schwer, in der Arbeit zu outen, sie fühlen sich unwohl, Kollegen, die ihnen das Leben schwer machen, die glauben, dass sie noch nicht so weit sind, sie trauen sich nicht, die Umgebung, in der sie sich befinden, ist nicht bereit für ein Outing. Also deswegen haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Aber woran glauben Sie denn liegt das, dass Menschen sich nicht outen oder das Gefühl haben, sich nicht outen zu können? Liegt es wirklich daran, dass diese Menschen noch nicht so weit sind oder liegt es daran, dass die Umwelt nicht so weit ist? Ein bisschen von beidem. Man braucht schon Mut auch dazu, sich zu outen. Und ich spreche jetzt nicht nur davon, bekannte Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, wie ich das auch, wie es bei mir der Fall war, sondern jeder in seinem Bereich braucht Mut, weil wenn man aufwächst und mit diesen Vorurteilen groß wird und plötzlich entdeckt, das betrifft mich auch, aber ich habe keinen Freundeskreis, der das vielleicht akzeptiert, dann muss man da Mut beweisen. Und auch abschätzen können, ist es auch wirklich jetzt der richtige Ort oder vielleicht muss ich erstmal einen anderen Weg gehen. Also leider gibt es viele Orte, an denen es noch gefährlich ist, sich zu outen. Und diese Gefahr muss man erkennen. Und erst wenn man genügend Mut aufgebracht hat und auch Unterstützung hat, dann
ist ein Outing auch sinnvoll. Haben Sie denn das Gefühl, dass Homophobie in offiziellen Kontexten nicht mehr oder kaum noch akzeptiert wird bzw. anzutreffen ist, während es im Privaten durchaus noch eine gewisse Toleranz gegenüber homophoben Äußerungen gibt? Ich denke, da ist was Wahres dran, genau. Ich bewege mich sehr viel in der Öffentlichkeit, Leute, denen ich begegne, die wissen, dass ich mich geoutet habe, dass ich Fußballprofi war, die sind alle sehr, sehr nett zu mir. Und ich freue mich auch darüber, dass sie sagen, sie haben überhaupt kein Problem mit homosexuellen Menschen. Aber im Privaten herrschen noch diese Vorurteile und es ist vielleicht auch leichter noch akzeptiert. Vielleicht auch homophobe Stimmung wird noch mehr toleriert. Und deswegen reicht es nicht nur an der Oberfläche, vielleicht in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen und zu sagen, ja, wir in Deutschland akzeptieren das nicht, aber im Kleinen lässt man das immer wieder durchgehen. Das versuche ich auch in den persönlichen Begegnungen Leuten zu vermitteln, einfach nicht diese Beleidigungen dulden, immer mal wieder wachrütteln und sagen, weißt du überhaupt, was du damit bewirkst? Das kann Leute verletzen. Also das ist im Privaten vielleicht noch schwieriger als in der Öffentlichkeit. Also gibt es aber auch eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was beispielsweise in Zeitungskolumnen oder offiziellen Ansprachen gesagt wird und dem, was dann wirklich auf der Straße passiert. Davon gehe ich aus, ja. Und ich weiß ja, wie das abgelaufen ist, bevor ich mich geoutet habe. Da kenne ich diesen privaten kleinen Raum. Da haben sich auch Leute geäußert, weil sie gedacht haben, da ist niemand, der homosexuell ist. Aber in der Öffentlichkeit, Gott sei Dank, herrscht ein Klima, in dem man... Ich fühle mich sehr, sehr wohl in Deutschland, weil ich das Gefühl habe, der Großteil der Bevölkerung akzeptiert es nicht, die Homophobie, und ist auch gegen Homophobie. Aber im kleinen Bereich sieht es dann doch nochmal anders aus. Und die Zeitungskolumnen, das ist gut, dass es die gibt, aber man muss trotzdem noch mal genauer hinhören und auch wachsam sein. Würden Sie denn sagen, dass sich die Situation in den vergangenen 15 Jahren so geändert hat, dass Ihr Outing auch diese Veränderung der Werte der Gesellschaft spiegelt? Ja, das glaube ich schon. Ich bin dankbar den Menschen, die sich vor mir getraut haben. Das hat mir auch immer wieder geholfen, vor allen Dingen Sportler oder auch andere berühmte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die den Schritt gegangen sind, weil dann wurde wieder über Homosexualität und die Akzeptanz der Homosexualität gesprochen. Und das hat mir Mut gemacht, weil ich mir auch gedacht habe, Mensch, wenn die sich trauen an der Spitze, dann kann ich mich vielleicht auch trauen. Und das habe ich dann letztendlich gemacht. So habe ich eine positive Entwicklung festgestellt in den letzten Jahren, die dann darin mündete, dass ich mich auch geoutet habe. Welche Rolle spielen denn bei diesem Prozess des Wertewandels Menschen des öffentlichen Lebens? Die sind sehr wichtig, das sind die Vorbilder. Wenn ich auf Fußball zu sprechen komme, dann höre ich viele Menschen, die enttäuscht sind, die gesagt haben, nach mir hat sich jetzt kein Bundesligaspieler getraut, also hat sich nichts verändert. Das ist die eine Seite. Natürlich würde es helfen, wenn sich prominente Spieler outen würden, aber trotzdem darf man die Arbeit, die bis jetzt geleistet wurde, nicht kleinreden. Man muss natürlich auch an die Basis gehen und schauen. Und da hat sich auch viel verändert. Das sind die persönlichen Geschichten, die mir Leute mir mitteilen, ist für mich Beleg dafür, dass sich im Kleinen schon was verändert hat. Und man braucht die Geduld und vielleicht schaffen es andere Profifußballer in Zukunft dann den Mut aufzubringen, sich zu outen, weil das eine größere Wirkung nochmal hat. Und dennoch würde ich nie verlangen und es auch nicht erwarten, dass sie das tun, weil das ist so eine persönliche Entscheidung. Und wenn sie für sich denken, es ist einfach nicht sinnvoll, dann sollen sie es auch lassen. Aber die Arbeit hört damit nicht auf oder es ist vielleicht kein Erfolg, wenn das nicht passiert. Also ich finde, bisher ist schon einiges passiert. Das war ja wirklich ein sehr persönlicher Schritt. Inwiefern hatte dieser Schritt denn dann auch eine Vorbildfunktion? Also Sie haben ja schon darüber gesprochen, dass öffentliche Personen des öffentlichen Lebens durchaus ein Vorbild sein können. Haben Sie das Gefühl, dass Sie persönlich Vorbild waren für Menschen? Ja, das haben mir einige so bestätigt und das ist ja schön. Ich habe das auch schon kennengelernt als Fußballprofi, dass ich Vorbild war für die Fans des Clubs, für den ich gespielt habe. Somit bin ich damit auch aufgewachsen. Jetzt hat es eine ganz andere Tragweite. Ich spreche wieder andere Menschen an. Und auch das wieder zu hören, dass ich Vorbild bin, dass Leute mich loben für den Mut, den ich aufgebracht habe, das ist eine schöne Bestätigung. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ich das machen kann, dass ich damit umgehen kann mit der Kritik, die eventuell kommen kann. Und wenn ich das nicht mache, dann vielleicht macht es dann auch wieder gar keiner. Und deswegen habe ich das auch gerne gemacht. Aber ich kann mittlerweile das aushalten, wenn Leute mich da beschimpfen. Es ist Gott sei Dank sehr, sehr wenig. Aber natürlich gibt es die Menschen, die sehr unzufrieden waren und gesagt haben, warum erzählst du uns das? Das ist deine Privatsache und überhaupt sind sie damit nicht einverstanden. Das passiert und das habe ich aber ausgehalten. Was entgegnet man bei sowas, wenn ich
fragen darf. Auch das meiste war eben nur, das waren E-Mails anonym, man kennt die Leute ja auch gar nicht. Dann man liest es einmal kurz durch und dann landet es auch ganz schnell im Papierkorb. Weil es gibt keine Gründe. Niemand von den Menschen, die mir was geschrieben haben, hat etwas geschrieben, was mich dann zum Nachdenken gebracht hat. Auch wo ich mich gefragt habe, oh, das war vielleicht doch nicht richtig. Es war immer wieder auch dann die Bestätigung, doch, es war richtig. Weil im Gegenteil dazu so viele Menschen gesagt haben, danke, dass du es getan hast. Du hast mir geholfen persönlich. Und an diesen Menschen orientiere ich mich. Es sind nicht die wenigen, die sagen, dass sie es nicht gut gefunden haben. Die interessieren mich dann nicht. Und es waren so wenig, dass ich mir denken kann, die spielen für mich keine Rolle, sondern ich orientiere mich an denen, denen ich helfen konnte. Wir haben bereits über die Situation in Deutschland gegenwärtig gesprochen bezüglich der Akzeptanz von Homosexualität. Was würden Sie sagen, muss sich noch ändern in Deutschland? Wir müssen weiter aufklären, darüber sprechen und auch Hilfestellung anbieten. Und ansonsten, das ist das, was ich bisher getan habe, ansonsten muss man einfach immer wieder warten, weil jedes öffentliche Coming-out, wie ich schon gesagt habe, wieder weiterhilft. Und mich haben Leute gefragt, warum ist es eigentlich noch so ein großes Thema? Ich kann es nicht beantworten, aber die Medien spüren auch, die greifen das auf. Es bewegt die Menschen. Und gelangt man irgendwann an den Punkt, dass es keine Nachricht mehr wert ist? Ich glaube nicht, dass es kurz- oder mittelfristig der Fall sein wird. Und deswegen ist die beste Methode, darüber sprechen, aufklären und auch einen lockeren Umgang damit finden. Aber auch das Anprangern, was schiefläuft, ich denke, das ist schon noch die Aufgabe. Aber dass es dann irgendwann keine Schlagzeile mehr wert wäre, das wäre dann im Grunde das Ziel? Ja, das wäre das Ziel, aber ich glaube, ein Ziel, das erstmal nicht erreichbar ist. Es ist noch so weit weg, glaube ich. Gerade im Profisport wird es weiter eine besondere Nachricht sein. Also ich habe auch gesagt, es gibt keinen aktiven Fußballer, also der offen schwul lebt, in der Bundesliga oder einer der großen Ligen in Europa. Und deswegen sind wir noch weit davon entfernt, dass es Normalität wird. Ich bin da etwas pessimistisch und dennoch, glaube ich, kann man viel tun, dass sich das Umfeld und auch die Umgebung im Fußball dahingehend verändert, dass sich Leute wohler fühlen und vielleicht kleine Fortschritte erzielen können. Sie sind jetzt gerade in Berlin wegen der Berlinale unter anderem, kommen auch zur Teddy Award Gala. Was bedeutet der Teddy Award für Sie? Was bedeutet es für Sie, dass es so etwas wie einen queeren Filmpreis gibt? Ich bin froh, dass es ihn gibt, weil es nochmal ein anderer Aspekt ist, etwas, was in meinem Leben bisher keine große Rolle gespielt hat. Und erst seit einem Jahr lerne ich auch diese Filmwelt kennen. Und es ist eine Bereicherung für mein Leben. Und dass immer mehr Filme gibt, die gezeigt werden, die hoffentlich auch ein noch größeres Publikum erreichen. Für mich ist es auch Unterhaltung, es ist Aufklärung, es ist Bildung. Film kann so viel transportieren. Und wenn es ein queerer Film ist, dann hoffentlich auch für Leute, die sich informieren wollen und auf eine Art und Weise dargestellt, dass es den Leuten auch Spaß macht und dass sie so viel mitnehmen können. Für mich ist es aber auch der Teddy Award hoffentlich ein vergnügsamer Abend und mit tollen Menschen, die ich da treffen werde. Es ist auch so ein soziales Event, auf das ich gerne gehe. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Teddy Award. Danke. Und danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Gerne.